Wochen vor Rosenmontag sind die Funkenmariechen voll im Karnevalmodus. Und wir haben im Sauerland ja richtig gute Funkengarden. Das hier sind die Mädels aus Fretta. Die standen am Wochenende in Kirchweischede auf der Bühne bei einer quasi Generalprobe zusammen mit rund 30 Tanzgruppen aus dem Kreis Olpe. Kein Wettbewerb, eher so ein lockeres Treffen. Und Lokalzeitreporterin Julia Arns, die hat geschaut, ob der Funke, der Funken, auch bei ihr zündet. Hier, in diesem Gasthaus, erwartet mich die Funkengarde aus Fretta. Allen voran Pia Krämer, die seit 2 Jahren die Trainerin ist. Heute nimmt sie mich mit in ihre Welt, um mir zu zeigen, warum sie die Tanzgarde so liebt. Wird man im Sauerland in den Karneval reingeboren? Das ist eine gute Frage. Hier in Fretta wahrscheinlich schon so ein bisschen, weil wir relativ früh anfangen. Der Kindergarten führt auch immer Kinderkarneval, kleine Tänze auf. Und dann geht man weiter in eine kleine Minigarde oder kleine Mädchengarde. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eher nicht so der Karnevalsmensch wäre wahrscheinlich, aber die Garde bringt mich einfach dazu. Und es ist einfach immer wieder schön, mit denen unterwegs zu sein. Man begeistert sich dafür. Mal sehen, ich bin gespannt. Pia hat die Idee, mir auch Zöpfe zu flechten, damit ich noch mehr mitfühlen kann. Zeit, die zu begutachten, bleibt jedoch nicht. Wir müssen los zur Schützenhalle nach Kirchweischede. Dort zeigen heute rund 30 Gruppen ihr Können. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt stellen wir erstmal die ganzen Sachen hier ab. Aber hier kommen wir jetzt schon ein bisschen mehr so ins Karnevalsgefühl rein. Ne? Ja, viele sind irgendwie verkleidet. Musik, ich bin meinen Zöpfen. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit und dann geht's gleich los. Ja. Hält das? Mhm. Ja? Oh, es sieht aus, als würde es wehtun. Ja, ist immer ein bisschen tricky, das da reinzukriegen. Aber es ist schon kurz, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben ja extra noch so Rüschenhöschen drunter. Da kann eigentlich nichts passieren. Aber selbst mit Rüschenhöschen? Ja, aber das hat halt jede Garde. Das ist halt normal. Das macht eigentlich nichts mehr aus. Pia tanzt heute nicht mit. Sie ist verletzt. Trotzdem fühlt sie mit ihrer Truppe mit. Wie du es anziehst vielleicht. Du wirkst jetzt schon ein bisschen angespannter mittlerweile, oder? Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Aber du tanzt doch gar nicht mit? Ich weiß, aber trotzdem, ich fieber dann so ein bisschen mit. Ich bin immer aufgeregt da. Lässt sich nicht vermeiden. Was macht ihr jetzt hier? Das ist so ein Pflanzenmittel, dass wir besser Luft bekommen, den ganzen Auftritt lang. Oh also, ja. Wir werden die Atemwege frei von und wenn wir nicht mehr können, können wir noch ein bisschen länger tanzen. Ah, okay. Ein halbes Jahr hat die Garde trainiert. Jetzt wollen sie wissen, wie es ankommt, auch wenn das hier kein Wettbewerb ist. Geht es euch denn mehr um euren Auftritt oder den der anderen? Also natürlich geht es darum, erstmal, dass wir gucken, ob bei uns alles klappt. Aber man guckt auf jeden Fall auch bei anderen Garden, wie es bei denen so läuft. Leute, kommt nochmal zusammen. So, viel Spaß gleich. Spannung. Lacht einfach. Ja, gebt Vollgas. Ihr könnt das. Ihr könnt das beim Training auch immer. Und dann ist es soweit. Pia und ich schauen vom Rand aus zu. Und ich fühle wirklich mit. Der Tanz kommt offenbar gut an, nicht nur beim Publikum. Auch Pia scheint erleichtert. Und? Hat richtig gut geklappt. Da können wir nach hinten gehen, weil dann kommen die aus. Rund 5 Stunden habe ich jetzt mit den Funken aus Fretta verbracht. Und eins ist klar. Am Ende des Tages ist eigentlich das Wichtigste, dass man Spaß hatte und nicht, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Weil das rückt dann einfach in den Hintergrund. Wichtig ist einfach nur, dass wir zusammenhalten und das weiter so gelingt. Karneval, das ist immer noch eine fremde Welt für mich. Aber ich muss sagen, ihr habt mich sehr mitgerissen. Also irgendwie, wie ihr irgendwie zusammen seid und zusammen tanzt, finde ich ganz toll. Ja, das freut mich. Wir hatten euch auch gerne dabei. Ja, das freut mich. Und ich kann jetzt auch nachvollziehen, warum Pia die Tanzgarde so liebt.
Ja, und übrigens hat die Funkengarde Fretter noch 11 Auftritte bis Veilchendienstag, also ohne Kondition geht da gar nichts. Wir haben noch einen kleinen Kerl für Sie, einen